Inmitten der atemberaubenden Landschaft der Rocky Mountains liegt Great Falls, Montana. Es ist eine abgeschiedene Stadt mit ca. 60.000 Einwohnern. Es ist eine typische amerikanische Kleinstadt, also wirklich ein Ort, wo keiner die Haustüren abschließen muss. Ich glaube, die Menschen fühlen sich größtenteils sicher hier. 1995 erreicht Zachary Ramsey zusammen mit seinen zwei jüngeren Geschwistern und seiner Mutter Rachel Howard Great Falls. Gerade geschieden zieht Rachel nach Great Falls, um ihrer Familie ein besseres Leben zu bieten. Rachel war Studentin an einer der Hochschulen hier. Sie wollte Innenarchitektin werden. Als alleinerziehende Mutter musste sie kämpfen, um über die Runden zu kommen und gleichzeitig ihren Traum nicht aufgeben zu müssen. Diane Long und ihr Team heißen den 10-jährigen Zach in der Whittier Grundschule willkommen, wo er sich sofort in den Schulalltag einlebt. Er war ein sehr freundlicher, immer gut gelaunter Junge, der immer lächelte. Zach und ich waren Nachbarn. Er lebte direkt hinter mir in der Straße. Alle kannten Zach. Er war ein guter Junge. Jeden Tag nimmt Zach den Weg durch diese Straße zur und von der Schule. Am 6. Februar 1996 läuft er dort, wie üblich, entlang. Zach stand um 7.30 Uhr auf, verabschiedete sich von seiner Mutter, sagte ihr, dass er sie lieb hat und ging mit seinem Rucksack die Straße hinunter. Und 10 Minuten später ist er wie vom Erdboden verschluckt. Er ist einfach an der Ecke verschwunden. Einfach spurlos verschwunden. Als Schulleiter denkt man immer, dass ein Schüler schwänzen will. Dem sind wir erst einmal nachgegangen. Aber wir haben mit seinen Klassenkameraden gesprochen und keiner hatte ihn gesehen. Auch sonst fehlte niemand. Dann wurden wir etwas besorgt. Ohne jegliche Spur von Zach wird eine weitreichende Suche organisiert und eine Strafermittlung vom Staatsanwalt veranlasst. Uns wurde klar, und zwar sehr schnell, dass hier etwas passiert war. Es musste sich um ein Verbrechen handeln. Er war nicht einfach weggelaufen. Jemand hatte ihn entführt. Als mutmaßlicher Täter gerät schnell ein berüchtigter Triebtäter in Verdacht, der gelegentlich in diesem Wohnhaus arbeitet. Es liegt direkt auf Zachs Schulweg. Ein 39-jähriger Mann, der sich Nathaniel Benjamin Levy Barjona nennt. Barjona wurde als David Brown in Massachusetts geboren. Bereits im Alter von 10 Jahren begann er, jüngere Kinder anzugreifen. 1977 suchte er versteckt in einem Kino nach ein paar Jungen, die er töten konnte. Er trug eine Polizeijacke, eine Dienstmarke, eine Spielwaffe und Handschellen. Diese waren echt. Er fuhr mit einem Auto zu den Jugendlichen heran, als sie das Kino verließen, und sagte ihnen, dass er Undercover-Polizist sei und sie mit ihm kommen müssten. Er fährt mit den Jungen an einen abgelegenen Ort, wo er sie brutal zusammenschlägt. Er dachte, dass er einen der Jungen getötet hatte. Er nahm an, ihn erwürgt zu haben und ließ ihn einfach neben der Straße liegen. Glücklicherweise überleben beide Jungen den Angriff. Und David Brown wird wegen versuchten Mordes verurteilt. Nach 2 Jahren Gefängnis wird er in eine psychiatrische Klinik verlegt. Bei jeder einzelnen Untersuchung wurde er von den Ärzten als gefährlicher Triebtäter diagnostiziert, der unter keinen Umständen aus dem Gefängnis entlassen werden dürfe. 1984, während seiner Zwangseinweisung in die Psychiatrie, gibt Brown an, er sei ein Soldat Gottes und stellt sich einen Namen aus dem Alten Testament zusammen, der seiner neuen Identität entspricht. Aus David Brown wird Nathaniel Benjamin Levy Barjona. Daraufhin heuerte Barjonas Familie 2 christliche Psychologen an, die sagten, dass er jetzt erlöst sei und es sehr unwahrscheinlich sei, dass er erneut straffällig würde. Und dann wurde Barjona tatsächlich entlassen. Gerade einmal 6 Wochen nach seiner Entlassung wird Barjona erneut verhaftet. Er hat einen 7-Jährigen angegriffen. Jetzt steht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe bevor. Aber seine Mutter fleht das Gericht an, ihn auf Bewährung gehen zu lassen.
Sie wird ein Auge auf Barjona haben und sie werden beide zu ihrem Bruder nach Great Falls, Montana, ziehen. Massachusetts hat ihn einfach gehen lassen. Es war eine absolute Farce. Ich war wütend. Ich war extrem wütend. Als er nach Montana kam, musste er sich bei seinem Bewährungshelfer melden. Ich war empört, aber er gehörte jetzt zur Gemeinde und er war auf Bewährung frei. Wir mussten also akzeptieren, dass wir nichts dagegen tun konnten. Als Zach Ramsey 1996 verschwindet, steht Barjona ganz oben auf der Liste der Verdächtigen. Wir hatten einen Zeugen, der Mr. Barjona am Morgen von Zachary Ramseys Verschwinden in der Straße gesehen hatte und einen anderen Zeugen, dem sein Wagen in der Nähe aufgefallen war. Trotz der Zeugenaussagen und Barjonas krimineller Vergangenheit kann die Polizei keine Verbindung zu Zach herstellen. Und ohne ein Anzeichen des Jungen, tot oder lebendig, gibt es keinen Beweis, dass überhaupt ein Verbrechen stattgefunden hat. Monate vergehen. Und die Menschen befürchten das Schlimmste. Irgendwann stellten wir uns die Frage, ob es bei der Suche darum ging, nach einem vermissten Schüler zu suchen oder nach einer Leiche. Zachs Mutter lehnt es entschlossen ab, den Tod ihres Sohnes zu akzeptieren und fleht weiter um seine sichere Rückkehr. Wenn ihn jemand hat, bitte, er ist ein guter Junge. Gehen Sie nett mit ihm um. Behandeln Sie ihn fair und bringen Sie ihn zurück. Bringen Sie ihn zurück. Obwohl ihr Bitten unbeantwortet bleibt, verliert sie nicht die Hoffnung. Aber während sie die Suche aufrecht hält, versuchen andere, einen Strich darunter zu ziehen. Wir bepflanzten einen Garten mit Vergissmeinnicht und stellten eine Gedenktafel auf. Darauf stand, vermisst, aber nicht vergessen. Wir wollten sicher gehen, dass es sich nicht anhörte, als würde Zach nie wiederkehren. Nach monatelanger Suche ist Rachel keinen Schritt näher, Zach zu finden oder zu verstehen, was mit ihm geschah. Der Fall verläuft im Sande. Erst 3 Jahre später, am 13. Dezember 1999, passiert etwas Unerwartetes an einer anderen Grundschule in Great Falls. An dem Tag hatte ich die Tagschicht. Einer der Ermittler war auf dem Weg zur Arbeit und fuhr gerade an der Lincoln School vorbei. Als er Nathan Barjona sah, Polizist verkleidet war. Der Ermittler dachte, das kann nicht wahr sein und hielt ihn an. Er hatte eine Dienstmarke, eine Spielzeugwaffe, Elektroschocker, Pfefferspray, Polizeiuniform, alles, was man braucht, um einen kleinen Jungen zu entführen. Und seine Wohnung befand sich nur 3 Ecken weiter. Es ist eine unglaubliche Entdeckung. Eine mögliche Kindesentführung wird knapp verhindert. Sich als Polizist auszugeben, ist ein Gesetzesverstoß. Die Polizei nimmt Barjona fest. Um ihre bösen Vorahnungen zu prüfen, entschließen sie sich, seine Wohnung genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir haben einen Durchsuchungsbefehl beantragt. Da wir wussten, dass er sich in der Vergangenheit bereits als Polizist ausgegeben hatte, um Jugendliche zu entführen, war es leicht, einen zu bekommen. Als die Polizei Barjonas Wohnung betritt, treten sie ein in eine verwirrende Welt. Seine Wohnung, verstehen Sie, war bis zur Decke voll mit allem möglichen Schrott. Er bewahrte einfach alles auf. Da waren Tausende von Weihnachtsdekorationen an der Wand. Tausend und abertausende Papierstücke. Da hingen ca. 22.000 Fotos von Kindern. Einige von ihnen waren aus Zeitschriften. Einige aus Fotos ausgeschnitten und viele waren aus Jahrbüchern von Kindern aus Great Falls. Wir haben insgesamt 55 Kartons gepackt und mit aufs Polizeirevier genommen. Wir brauchten 3 Monate, sie zu analysieren. Die Ermittler werden mit der erschreckenden Vorstellung konfrontiert, dass Barjona unzählige Kinder missbraucht haben könnte. Sie beginnen mit der sorgfältigen Untersuchung und Auflistung von Hunderttausenden Beweisstücken. Anfang 2000 finden sie ein Stück Papier.
dass Barr Jonah endlich mit dem Verschwinden von Zachary Ramsey in Verbindung bringt. Er hatte eine Liste seiner Opfer, auf der nicht nur die uns bekannten Namen, sondern auch welche aus Massachusetts standen. Zach und andere Kinder aus Great Falls standen auf der Liste. Wir mussten dann herausfinden, wer die anderen kleinen Jungen waren. Sie wissen, dass die Identität der kleinen Jungen irgendwo in den Kartons versteckt sein würde. Nach ungefähr 9 Ermittlungsmonaten fand ich eine Filmrolle. Ich ließ sie entwickeln. Darauf waren Bilder von Nathan Barr Jonah bzw. von seinem Penis in diversen Stadien einer Erektion zu sehen. Einige Jungen waren ebenfalls zu sehen. Und ich kannte sie und wusste, wo sie wohnten. Als ich die Bilder sah, bin ich sofort zu ihnen nach Hause gefahren. Die Jungs waren 5, 9 und 13 Jahre alt. Sie wohnten direkt über Nathaniel Barr Jonah. Diese drei Jugendlichen hatten nicht besonders viel zu tun den ganzen Tag. Mr. Barr Jonah freundete sich mit ihnen an und nach ein paar Monaten nahm er sie zum gemeinsamen Essen mit oder ging mit ihnen ins Kino. Sie waren fast täglich bei ihm zu Hause. Alle drei hatten extreme Entwicklungsstörungen. Deshalb war es für Barr Jonah nicht besonders schwer, an die Kinder heranzukommen. Barr Jonah gelang es tatsächlich, sie davon zu überzeugen, dass er ein verdeckter U.S. war. Einmal hat er sogar ein U.S. Marshall T-Shirt getragen. Er hatte auch eine U.S. Marshall Kappe, die er die Jungs ab und zu tragen ließ. Nathan war für sie wie ein Vater, aber er hat sie immer wieder missbraucht. Es war ihnen so peinlich, dass ich über 2 Stunden mit ihnen sprechen musste, bis sich der älteste Junge traute, darüber zu reden. Er brach völlig in sich zusammen. Es war furchtbar. Er erzählt von einem Flaschenzug, an dem die Jungen hingen, während Barr Jonah sie sexuell missbrauchte. Die Entdeckung des Flaschenzugs und des Seils ist eine makabre Bestätigung dieser Geschichte. Diese Aussage war der größte Durchbruch in dem Fall. Denn bisher hatten wir Nathan nur wegen der Verkörperung eines Polizisten verhaften können, ein geringfügiges Vergehen. Dafür bekäme er höchstens 1 Jahr. Wir brauchten mehr. Und diese 3 Opfer könnten ein Verbrechen schildern, das ihn lebenslang hinter Gitter bringen würde. Wir hatten stichhaltige Beweise und sie standen zusammen mit Zach Ramsey auf einer Liste. Es fügte sich alles wie ein Puzzle zusammen. Am 5. Juli 2000 wird Barr Jonah wegen sexueller Nötigung an den 3 Jugendlichen angeklagt. Doch Detective Cameron untersucht die Beweise weiter. Er ist besessen davon, die Wahrheit über Zachary Ramsey aufzudecken. Was er entdeckt, ist für ihn unbegreiflich. Sie fanden eine ganze Reihe von verschlüsselten Einträgen, alle in einem orangefarbenen Notizbuch. Zunächst sahen sie aus wie willkürlich hingeschmierte Buchstaben, nur klein geschrieben. Keiner konnte diesen Code entziffern. Und wir wollten alle rausfinden, was Barr Jonah mit Zach Ramsey getan hatte. Wir haben fast 6 Monate gebraucht, um sie zu entziffern. John Cameron schaute auf die verschlüsselten Einträge und bemerkte ein Schema, das aus den Schriftstücken hervorzutreten schien. Wenn man dann die Verschlüsselung zu entziffern beginnt, heben sich manche Satzteile hervor. Penisse sind lecker, kleiner Jungskuchen. Das war der Punkt, an dem John Cameron laut schrie: Mein Gott, er hat ihn gegessen. Und genau in diesem Moment wurde ihm klar, dass Zach Ramsey nicht nur von Barr Jonah ermordet, sondern auch ausgeschlachtet worden war. Als die Nachricht von Camerons Entdeckung die Runde macht, taumeln alle, die Zach kannten. Es fing bei Es ist etwas Schlimmes passiert an und hörte mit Es ist etwas unvorstellbar Böses passiert auf. Es war etwas, von dem man geglaubt hatte, dass es in der eigenen Gemeinde niemals vorkommen würde. Aber hier war der Beweis, dass es möglicherweise doch passiert war. Entschlossener als je zuvor, stichhaltige Beweise zu finden, erforscht Cameron jede Bewegung, die Barr Jonah und seine Familie 1996 gemacht haben. Er findet heraus, dass sowohl die Mutter als auch sein Bruder wegen einer Beerdigung nicht in der Stadt gewesen waren. Am 6. Februar war Nathan allein zu Hause. Er hatte Zeit, alles zu tun, was er wollte. Also dachte er, solange seine Mutter weg war, würde er seine ultimative Fantasie ausleben. Cameron erfährt auch, dass Barr Jonah exklusiven Zugang zu einer Garage hinter dem Haus hatte. Er besorgt einen Durchsuchungsbefehl.
Wir haben ungefähr 3 Wochen dort verbracht. Mit einem Bagger haben wir den Boden komplett ausgegraben. Wir haben gegraben, bis wir Knochen fanden. Ich denke, wir haben insgesamt 26 Knochen gefunden. Sie waren in sein persönliches Briefpapier gewickelt mit dem Namen Nathan Barjona. Wir dachten, bingo, auch Knochensplitter wurden gefunden. Wir gingen davon aus, dass diese entstanden, als Nathan Zack zerstückelte. Eine Untersuchung bestätigt, dass die Knochen menschlich sind und von einem Jugendlichen in Zacks Alter stammen. Wir haben alles eingesammelt und ins Labor geschickt. Es war aber nicht Zacks DNA. Bis heute wissen wir nicht, zu wem die Knochen gehören. Cameron ist tief enttäuscht. Aber für Zacks Mutter Rachel ist es die Bestätigung, an die sie immer geglaubt hat, dass Zack noch lebt und eines Tages nach Hause kommen wird. Offensichtlich denkt Gott, dass wir sehr stark sind und mit all dem hier zurechtkommen. Alles wird gut werden. Ich weiß nur nicht wann. Ich sah sie unzählige Male weinen. Sie war sehr stark, sehr stolz und glaubte tatsächlich, dass er noch da draußen war. Ich denke, sie wollte nicht, dass er sah, wie traurig sie war. Da es immer noch keine Indizien für den Mord an Zack gibt, stellt Staatsanwalt Brandt den Fall zurück. Stattdessen geht er den Vorwürfen nach, für die er Barjona bereits angeklagt hat. Ich wollte den Fall der sexuellen Nötigung zuerst verhandeln. Ich dachte mir, dass es sehr wichtig war, diese Verurteilung zu erlangen, da der Mordfall offensichtlich ja ein Fall ohne Leiche war. Sehr, sehr schwierig. Ich muss sagen, an diesem Punkt war es mir egal, ob wir ihn wegen Mordes vor Gericht stellten. Das hätte ich liebend gerne gemacht, aber ihn für immer von der Straße zu bekommen, war das eigentliche Ziel. Aufgrund der Emotionen rund um den Zack Ramsey-Fall in Great Falls wird Barjonas Verhandlung 150 Meilen weiter nach Butte, Montana verlegt. Sie beginnt am 20. Februar 2002. Ich würde sagen, 90% des Erfolges bei diesem Fall hing von den Aussagen der Jungen ab. Als unser 5-Jähriger aussagen sollte, versuchten wir ihn dazu zu bringen, sein Erlebnis zu schildern, aber er tat es nicht. Er ging zum Zeugenstand, winkte jedem zu und kicherte, tat Dinge halt, die man von einem 5-Jährigen erwarten würde. Seine Aussage bringt keine nützlichen Informationen und der 9-Jährige würde nicht zugeben, sexuell missbraucht worden zu sein. Der ganze Fall hängt jetzt von den Beweisen des ältesten Jungen ab. Ich werde niemals vergessen, wie unser 13-Jähriger im Zeugenstand seine Aussage machte. Und er kam zu der Stelle, als Mr. Barjona seine Genitalien berührte. Er sagte also aus und wir kamen zu dem Punkt und er hörte auf zu reden. Mir kam es wie eine Ewigkeit vor, aber es waren wahrscheinlich nur 30 Sekunden. Aber ich ging näher zu ihm und sagte, okay, alles wird gut sein. Wo hat er dich angefasst? Und seine Augen füllten sich mit Tränen und er drehte sich schließlich zu mir um und sagte das Wort Penis. Ich sah zu den Geschworenen hinüber und musste schlucken und ich sah, wie einige der Geschworenen einen Würgereiz nicht unterdrücken konnten. Ich glaube, das war die Wende im Fall. Am 25. Februar zieht sich die Jury zur Beratung zurück. Im Falle des 5-Jährigen wird Barjona für unschuldig befunden. Bei dem 9-Jährigen gelangt die Jury zu keinem Mehrheitsurteil. Im Falle des 13-Jährigen wird Barjona schuldig des sexuellen Missbrauchs gesprochen. Auf die Rückkehr der Jury zu warten, war schrecklich. Als sie zurückkamen, war eine unglaubliche Stimmung im Gerichtssaal. Jeder brach weinend zusammen und gratulierte sich, weil wir es geschafft hatten, dass er nicht mehr rauskommen würde. Er wurde zu 130 Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Das war im Grunde eine lebenslange Haftstrafe. Barjonas Schicksal ist besiegelt, aber das von Zack Ramsey bleibt ein Rätsel. Brent Light und John Cameron werden von dem Gedanken verfolgt, dass Barjona mit dem Mord davonkommt. Als ich mit den Ermittlern zusammensaß, sah ich abgekaute Fingernägel und Zittern, denn sie waren davon besessen. Besessen, den Fall zu Ende zu bringen. Im Sommer 2002 bereitet sich Light auf den Prozess gegen Barjona für den Mord an Zack vor. Es wird der schwierigste Fall seines Lebens. Geschworene schauen Fernsehen.
Sie erwarten, dass du mit all diesen wissenschaftlichen Beweisen kommst und wenn du keine Leiche hast, hast du auch keine Todesursache. Aber ich dachte, dass es ein sehr starker Indizienprozess war. Wir würden einige Prozent geben und es gab eine gute Chance, dass wir gewinnen. Meine Absicht war, ihn vor Gericht zu bringen und ihn zu zwingen, mit uns zu kooperieren, um die Leiche zu finden. Unser einziges Ziel war, die Leiche zu finden. Zunächst ist Rachel Howard keine Unterstützung. Sie möchte die Suche nach ihrem Sohn aufrechterhalten. Es hat uns genug negative Energie gegeben. Lasst uns das jetzt beenden. Lasst uns nach vorne blicken und Liebe geben. Wenn wir das tun, wird alles gut werden. Cameron und Light glauben, dass Zack tot ist. Aber bevor sie die Geschworenen überzeugen, müssen sie Rachel davon überzeugen. Sie präsentieren ihren Fall und bitten sie auszusagen, dass Zack tot ist. Sie stimmt schweren Herzens zu. Ich erinnere mich, Rachel bei Walmart begegnet zu sein. Es war in einem Wochenende und sie dankte mir für die harte Arbeit. Ich sagte, das ist okay. Wir befragten sie und bereiteten sie auf den Prozess vor. Aber in Wahrheit ist der Großteil des Falles nichts weiter als eine Theorie. Wie und warum Barjona einem 10-jährigen Jungen etwas Unfassbares antat. Er hatte das Haus und die Garage für sich alleine und setzte seinen Plan, Zack zu entführen, zu quälen, ihn zu zerstückeln und dann verhasste Leute in seiner Kirche zu verfüttern in die Tat um. Er machte Fotos von diesen Mahlzeiten. Eine seiner diversen psychologischen Untersuchungen hatte ergeben, dass er ein sehr starkes Verlangen und Neugierde nach Menschenfleisch hatte. Donnerstag, 27. September. Den nahenden Prozess vor Augen trifft die Staatsanwaltschaft und Polizei letzte Vorbereitungen in einem Abendmeeting, als sie Haarsträubendes erfahren. Wir waren im Büro, um alle Kräfte für den Prozess zu vereinen, als einer der Bezirksanwälte hereinkam und sagte, hey, ich habe Rachel und den Verteidigungsanwalt beim Abendessen gesehen. Daraufhin machten wir einen Termin mit ihr für den nächsten Tag. Wir fragten sie, was los war und wann sie den Verteidiger das letzte Mal gesehen habe, und sie sagte nicht die Wahrheit. Daher machten wir reinen Tisch und sagten, hey, wir haben sie letzte Nacht mit dem Verteidiger gesehen, was geht hier vor sich? Und dann brach es aus ihr heraus. Wir erfuhren, dass er sie zum Abendessen eingeladen hatte. Ihre Aussage beeinflusste, sie ermutigte auszusagen, dass ihr Sohn noch immer am Leben sei. An diesem Punkt entstehen berechtigte Zweifel, also kannst du eine Verurteilung knicken. Wir waren einfach nur schockiert, so hart für diesen Prozess gearbeitet zu haben und dann so etwas. Rachel behauptet, sie hätte niemals aussagen wollen. Aber die Polizei drohte, sie zu verhaften, wenn sie es nicht täte. Cameron und Light bestreiten dies vehement. Es war sehr ärgerlich. Ich erinnere mich, KRTV ein Interview gegeben zu haben und wünschte, ich hätte es nicht getan, weil ich so aufgebracht war. Es war alles an sie gerichtet. Ich hatte bereits lebenslang ohne Bewährung erreicht. Ich wollte den Steuerzahler nicht noch eine halbe Million Dollar kosten, wenn ich eine Mutter des Opfers hatte, die nicht mithelfen wollte. Barjona wurde nie für den Mord an Zachary Ramsay zur Verantwortung gezogen. Wir haben es versucht, aber konnten ihn nicht dazu bringen, uns zu sagen, wo Zacks Leiche war, um damit abschließen zu können. Er ist ein Mensch, der die Macht über die Polizei besonders liebt und das Geheimnis mit ins Grab nehmen würde, was er auch tat. Am 13. April 2008 stirbt Barjona in seiner Zelle an einem Herzinfarkt. Zachary Ramsay wurde nie gefunden. Es wird niemals ganz geklärt werden, was wirklich am 6. Februar 1996 geschah. Die ganze Geschichte bewegt Great Falls bis zum heutigen Tage. Wir dachten immer, dass wir in einer sicheren Gemeinde leben und man nicht, wissen Sie, man kümmerte sich um seine Kinder und war vorsichtig. Aber trotzdem denkt man, Kinderschänder leben woanders, aber nicht in Great Falls, Montana. Aber das tun sie doch. Ich denke, dass Rachels Verleugnung und ihre Trauer über das spurlose Verschwinden ihres Sohns absolut vernichtend für sie war.
Der Gedanke, dass dein Sohn entführt, verstümmelt, in Stücke gehackt und anschließend von diesem Täter an andere Leute verfüttert wurde, ist einfach nur irrsinnig. Es ist unbegreiflich. Sie glaubt ernsthaft, dass Zack noch lebt. Wenn mein Kind verschwunden wäre und die Polizei nicht gewusst hätte, was mit ihm geschehen war, würde ich auch glauben, dass er jeden Moment zur Tür reinkommen könnte. Es würde mir Mut zum Weiterleben geben. Dass Bar Jonah unzählige Kinder missbraucht haben könnte. Sie beginnen mit der sorgfältigen Untersuchung und Auflistung von hunderttausenden Beweisstücken. Anfang 2000 finden sie ein Stück Papier, das Bar Jonah endlich mit dem Verschwinden von Zachary Ramsey in Verbindung bringt. Er hatte eine Liste seiner Opfer, auf der nicht nur die uns bekannten Namen, sondern auch welche aus Massachusetts standen. Zack und andere Kinder aus Great Falls standen auf der Liste. Wir mussten dann herausfinden, wer die anderen kleinen Jungen waren. Sie wissen, dass die Identität der kleinen Jungen irgendwo in den Kartons versteckt sein würde. Nach ungefähr 9 Ermittlungsmonaten fand ich eine Filmrolle. Ich ließ sie entwickeln. Darauf waren Bilder von Nathan Bar Jonah bzw. von seinem Penis in diversen Stadien einer Erektion zu sehen. Einige Jungen waren ebenfalls zu sehen. Und ich kannte sie und wusste, wo sie wohnten. Als ich die Bilder sah, bin ich sofort zu ihnen nach Hause gefahren. Die Jungs waren 5, 9 und 13 Jahre alt. Sie wohnten direkt über Nathaniel Bar Jonah. Diese 3 Jugendlichen hatten nicht besonders viel zu tun den ganzen Tag. Mr. Bar Jonah freundete sich mit ihnen an und nach ein paar Monaten nahm er sie zum gemeinsamen Essen mit oder ging mit ihnen ins Kino. Sie waren fast täglich bei ihm zu Hause. Alle 3 hatten extreme Entwicklungsstörungen. Deshalb war es für Bar Jonah nicht besonders schwer, an die Kinder heranzukommen. Bar Jonah gelang es tatsächlich, sie davon zu überzeugen, dass er ein verdeckter U.S. war. Einmal hat er sogar ein U.S. Marshall T-Shirt getragen. Er hatte auch eine U.S. Marshall Kappe, die er die Jungs ab und zu tragen ließ. Nathan war für sie wie ein Vater, aber er hat sie immer wieder missbraucht. Es war ihnen so peinlich, dass ich über 2 Stunden mit ihnen sprechen musste, bis sich der älteste Junge traute, darüber zu reden. Er brach völlig in sich zusammen. Es war furchtbar. Er erzählt von einem Flaschenzug, an dem die Jungen hingen, während Bar Jonah sie sexuell missbrauchte. Die Entdeckung des Flaschenzugs und des Seils ist eine makabre Bestätigung dieser Geschichte. Diese Aussage war der größte Durchbruch in dem Fall, denn bisher hatten wir Nathan nur wegen der Verkörperung eines Polizisten verhaften können, ein geringfügiges Vergehen. Dafür bekäme er höchstens 1 Jahr. Wir brauchten mehr. Und diese 3 Opfer könnten ein Verbrechen schildern, das ihn lebenslang hinter Gitter bringen würde. Wir hatten stichhaltige Beweise und sie standen zusammen mit Zach Ramsey auf einer Liste. Es fügte sich alles wie ein Puzzle zusammen. Am 5. Juli 2000 wird Bar Jonah wegen sexueller Nötigung an den 3 Jugendlichen angeklagt. Doch Detective Cameron untersucht die Beweise weiter. Er ist besessen davon, die Wahrheit über Zachary Ramsey aufzudecken. Was er entdeckt, ist für ihn unbegreiflich. Sie fanden eine ganze Reihe von verschlüsselten Einträgen, alle in einem orangefarbenen Notizbuch. Zunächst sahen sie aus wie willkürlich hingeschmierte Buchstaben, nur klein geschrieben. Keiner konnte diesen Code entziffern. Und wir wollten alle rausfinden, was Bar Jonah mit Zach Ramsey getan hatte. Wir haben fast 6 Monate gebraucht, um sie zu entziffern. John Cameron schaute auf die verschlüsselten Einträge und bemerkte ein Schema, das aus den Schriftstücken hervorzutreten schien. Wenn man dann die Verschlüsselung zu entziffern beginnt, heben sich manche Satzteile hervor. Penisse sind lecker, kleiner Jungskuchen. Das war der Punkt, an dem John Cameron laut schrie: Mein Gott, er hat ihn gegessen. Und genau in diesem Moment wurde ihm klar, dass Zach Ramsey nicht nur von Bar Jonah ermordet, sondern auch ausgeschlachtet worden war. Als die Nachricht von Camerons Entdeckung die Runde macht, taumeln alle, die Zack kannten. Es fing bei "Es ist etwas Schlimmes passiert" an und hörte mit "Es ist etwas unvorstellbar Böses passiert" auf.
Es war etwas, von dem man geglaubt hatte, dass es in der eigenen Gemeinde niemals vorkommen würde. Aber hier war der Beweis, dass es möglicherweise doch passiert war. Entschlossener als je zuvor, stichhaltige Beweise zu finden, erforscht Cameron jede Bewegung, die Bar Jonah und seine Familie 1996 gemacht haben. Er findet heraus, dass sowohl die Mutter als auch sein Bruder wegen einer Beerdigung nicht in der Stadt gewesen waren. Am 6. Februar war Nathan allein zu Hause. Er hatte Zeit, alles zu tun, was er wollte. Also dachte er, solange seine Mutter weg war, würde er seine ultimative Fantasie ausleben. Cameron erfährt auch, dass Bar Jonah exklusiven Zugang zu einer Garage hinter dem Haus hatte. Er besorgt einen Durchsuchungsbefehl. Wir haben ungefähr 3 Wochen dort verbracht. Mit einem Bagger haben wir den Boden komplett ausgegraben. Wir haben gegraben, bis wir Knochen fanden. Ich denke, wir haben insgesamt 26 Knochen gefunden. Sie waren in sein persönliches Briefpapier gewickelt mit dem Namen Nathan Bar Jonah. Wir dachten, bingo, auch Knochensplitter wurden gefunden. Wir gingen davon aus, dass diese entstanden, als Nathan Zack zerstückelte. Eine Untersuchung bestätigt, dass die Knochen menschlich sind und von einem Jugendlichen in Zacks Alter stammen. Wir haben alles eingesammelt und ins Labor geschickt. Es war aber nicht Zacks DNA. Bis heute wissen wir nicht, zu wem die Knochen gehören. Cameron ist tief enttäuscht. Aber für Zacks Mutter Rachel ist es die Bestätigung, an die sie immer geglaubt hat, dass Zack noch lebt und eines Tages nach Hause kommen wird. Offensichtlich denkt Gott, dass wir sehr stark sind und mit all dem hier zurechtkommen. Alles wird gut werden. Ich weiß nur nicht wann. Ich sah sie unzählige Male weinen. Sie war sehr stark, sehr stolz und glaubte tatsächlich, dass er noch da draußen war. Ich denke, sie wollte nicht, dass er sah, wie traurig sie war. Wenn ihn jemand hat, bitte, er ist ein guter Junge. Gehen Sie nett mit ihm um. Behandeln Sie ihn fair und bringen Sie ihn zurück. Bringen Sie ihn zurück. Obwohl ihr Bitten unbeantwortet bleibt, verliert sie nicht die Hoffnung. Aber während sie die Suche aufrecht hält, versuchen andere, einen Strich darunter zu ziehen. Wir bepflanzten einen Garten mit Vergissmeinnicht und stellten eine Gedenktafel auf. Darauf stand: Vermisst, aber nicht vergessen. Wir wollten sicher gehen, dass es sich nicht anhörte, als würde Zack nie wiederkehren. Nach monatelanger Suche ist Rachel keinen Schritt näher, Zack zu finden oder zu verstehen, was mit ihm geschah. Der Fall verläuft im Sande. Erst 3 Jahre später, am 13. Dezember 1999, passiert etwas Unerwartetes an einer anderen Grundschule in Great Falls. An dem Tag hatte ich die Tagschicht. Einer der Ermittler war auf dem Weg zur Arbeit und fuhr gerade an der Lincoln School vorbei, als er Nathan Bar Jonah sah, der als Polizist verkleidet war. Der Ermittler dachte, das kann nicht wahr sein, und hielt ihn an. Er hatte eine Dienstmarke, eine Spielzeugwaffe, Elektroschocker, Pfefferspray, Polizeiuniform, alles, was man braucht, um einen kleinen Jungen zu entführen. Und seine Wohnung befand sich nur 3 Ecken weiter. Es ist eine unglaubliche Entdeckung. Eine mögliche Kindesentführung wird knapp verhindert. Sich als Polizist auszugeben, ist ein Gesetzesverstoß. Die Polizei nimmt Bar Jonah fest. Um ihre bösen Vorahnungen zu prüfen, entschließen sie sich, seine Wohnung genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir haben einen Durchsuchungsbefehl beantragt. Da wir wussten, dass er sich in der Vergangenheit bereits als Polizist ausgegeben hatte, um Jugendliche zu entführen, war es leicht, einen zu bekommen. Als die Polizei Bar Jonas Wohnung betritt, treten sie ein in eine verwirrende Welt. Seine Wohnung, verstehen Sie, war bis zur Decke voll mit allem möglichen Schrott. Er bewahrte einfach alles auf. Da waren Tausende von Weihnachtsdekorationen an der Wand. Tausend und abertausende Papierstücke. Da hingen ca. 22.000 Fotos von Kindern. Einige von ihnen waren aus Zeitschriften.
Einige aus Fotos ausgeschnitten. Und viele waren aus Jahrbüchern von Kindern aus Great Falls. Wir haben insgesamt 55 Kartons gepackt und mit aufs Polizeirevier genommen. Wir brauchten 3 Monate, sie zu analysieren. Die Ermittler werden mit der erschreckenden Vorstellung konfrontiert, ging heran, als sie das Kino verließen, und sagte ihnen, dass er Undercover-Polizist sei und sie mit ihm kommen müssten. Er fährt mit den Jungen an einen abgelegenen Ort, wo er sie brutal zusammenschlägt. Er dachte, dass er einen der Jungen getötet hatte. Er nahm an, ihn erwürgt zu haben und ließ ihn einfach neben der Straße liegen. Glücklicherweise überleben beide Jungen den Angriff und David Brown wird wegen versuchten Mordes verurteilt. Nach 2 Jahren Gefängnis wird er in eine psychiatrische Klinik verlegt. Bei jeder einzelnen Untersuchung wurde er von den Ärzten als gefährlicher Triebtäter diagnostiziert, der unter keinen Umständen aus dem Gefängnis entlassen werden dürfe. 1984, während seiner Zwangseinweisung in die Psychiatrie, gibt Brown an, er sei ein Soldat Gottes und stellt sich einen Namen aus dem Alten Testament zusammen, der seiner neuen Identität entspricht. Aus David Brown wird Nathaniel Benjamin Levy Bar-Jonah. Daraufhin heuerte Bar-Jonas Familie 2 christliche Psychologen an, die sagten, dass er jetzt erlöst sei und es sehr unwahrscheinlich sei, dass er erneut straffällig würde. Und dann wurde Bar-Jonah tatsächlich entlassen. Gerade einmal 6 Wochen nach seiner Entlassung wird Bar-Jonah erneut verhaftet. Er hat einen 7-Jährigen angegriffen. Jetzt steht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe bevor. Aber seine Mutter fleht das Gericht an, ihn auf Bewährung gehen zu lassen. Sie wird ein Auge auf Bar-Jonah haben und sie werden beide zu ihrem Bruder nach Great Falls, Montana, ziehen. Massachusetts hat ihn einfach gehen lassen. Es war eine absolute Farce. Ich war wütend. Ich war extrem wütend. Als er nach Montana kam, musste er sich bei seinem Bewährungshelfer melden. Ich war empört, aber er gehörte jetzt zur Gemeinde und er war auf Bewährung frei. Wir mussten also akzeptieren, dass wir nichts dagegen tun konnten. Als Zach Ramsey 1996 verschwindet, steht Bar-Jonah ganz oben auf der Liste der Verdächtigen. Wir hatten einen Zeugen, der Mr. Bar-Jonah am Morgen von Zachary Ramseys Verschwinden in der Straße gesehen hatte und einen anderen Zeugen, dem sein Wagen in der Nähe aufgefallen war. Trotz der Zeugenaussagen und Bar-Jonahs krimineller Vergangenheit kann die Polizei keine Verbindung zu Zach herstellen. Und ohne ein Anzeichen des Jungen, tot oder lebendig, gibt es keinen Beweis, dass überhaupt ein Verbrechen stattgefunden hat. Monate vergehen. Und die Menschen befürchten das Schlimmste. Irgendwann stellten wir uns die Frage, ob es bei der Suche darum ging, nach einem vermissten Schüler zu suchen oder nach einer Leiche. Zachs Mutter lehnt es entschlossen ab, den Tod ihres Sohnes zu akzeptieren und fleht weiter um seine sichere Rückkehr. Inmitten der atemberaubenden Landschaft der Rocky Mountains liegt Great Falls, Montana. Es ist eine abgeschiedene Stadt mit ca. 60.000 Einwohnern. Es ist eine typische amerikanische Kleinstadt, also wirklich ein Ort, wo keiner die Haustüren abschließen muss. Ich glaube, die Menschen fühlen sich größtenteils sicher hier. 1995 erreicht Zachary Ramsey zusammen mit seinen 2 jüngeren Geschwistern und seiner Mutter Rachel Howard Great Falls. Gerade geschieden zieht Rachel nach Great Falls, um ihrer Familie ein besseres Leben zu bieten. Rachel war Studentin an einer der Hochschulen hier. Sie wollte Innenarchitektin werden. Als alleinerziehende Mutter musste sie kämpfen, um über die Runden zu kommen und gleichzeitig ihren Traum nicht aufgeben zu müssen. Diane Long und ihr Team heißen den 10-jährigen Zach in der Whittier Grundschule willkommen, wo er sich sofort in den Schulalltag einlebt. Er war ein sehr freundlicher, immer gut gelaunter Junge, der immer lächelte. Zach und ich waren Nachbarn. Er lebte direkt hinter mir in der Straße. Alle kannten Zach. Er war ein guter Junge.
Jeden Tag nimmt Zack den Weg durch diese Straße zur und von der Schule. Am 6. Februar 1996 läuft er dort, wie üblich, entlang. Zack stand um 7.30 Uhr auf, verabschiedete sich von seiner Mutter, sagte ihr, dass er sie lieb hat und ging mit seinem Rucksack die Straße hinunter. Und 10 Minuten später ist er wie vom Erdboden verschluckt. Er ist einfach an der Ecke verschwunden. Einfach spurlos verschwunden. Als Schulleiter denkt man immer, dass ein Schüler schwänzen will. Dem sind wir erst einmal nachgegangen. Aber wir haben mit seinen Klassenkameraden gesprochen und keiner hatte ihn gesehen. Auch sonst fehlte niemand. Dann wurden wir etwas besorgt. Ohne jegliche Spur von Zack wird eine weitreichende Suche organisiert und eine Strafermittlung vom Staatsanwalt veranlasst. Uns wurde klar, und zwar sehr schnell, dass hier etwas passiert war. Es musste sich um ein Verbrechen handeln. Er war nicht einfach weggelaufen. Jemand hatte ihn entführt. Als mutmaßlicher Täter gerät schnell ein berüchtigter Triebtäter in Verdacht, der gelegentlich in diesem Wohnhaus arbeitet. Es liegt direkt auf Zacks Schulweg. Ein 39-jähriger Mann, der sich Nathaniel Benjamin Levy Barjona nennt. Barjona wurde als David Brown in Massachusetts geboren. Bereits im Alter von 10 Jahren begann er, jüngere Kinder anzugreifen. 1977 suchte er versteckt in einem Kino nach ein paar Jungen, die er töten konnte. Er trug eine Polizeijacke, eine Dienstmarke, eine Spielwaffe und Handschellen. Diese waren echt. Er fuhr mit einem Auto zu den Jugendlichen.